back in ETV. Servus und grüß euch bei Balkon ETV, wo ich sehe, heute hier bei mir auf dem Balkon ist die Alta Club. Hallo, servus, grüß euch. Hallo, servus. Was spielt ihr heute für uns? Wir spielen heute für euch das Lied Love. Okay, wir freuen uns. Dann bitte, take it away. It's always hard to cope with violence rushing in your bones, and anger one's belief, always easier than anger on its own. It's not too late to save your soul. In your eyes, I wanna see more. I hope it's not too late to save your soul. Why can't we just love each other? 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 Why can't we just love? Dankeschön, thank you very much, merci beaucoup. Sehr ja. Das war Love, ein Titel eures aktuellen Albums Hybris. Genau. Was gibt's dazu zu sagen? Also wir wohnen alle in Paris und wir haben das Lied eigentlich 2015 nach den Anschlägen geschrieben. Und das war so unsere erste naive Reaktion auf die Anschläge. Und wir wollten irgendwie all der Trauer und dem Frust vielleicht Ausdruck verleihen. Und wir haben uns dann einfach am nächsten Tag der Anschläge im Proberaum getroffen und haben angefangen zu singen und zu spielen. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Genau, und das ist unsere Art zu zeigen, okay, muss weitergehen, wir sind zusammen und wir wollen durch Musik vielleicht irgendwas Schönes, Positives kreieren. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht im Internet. Hybris ist ja ein anderes Wort für, man kann es auch als Selbstüberschätzung deuten. Wird oft auch genommen als ein Wort, bevor es dann richtig weit abgeht. Ja, genau. Jetzt passt es aber so gar nicht zusammen mit eurem Happy Indie Pop, den man immer wieder mal so liest für euch. Wie geht das zusammen? Ja, also Happy Indie Pop müssen wir sagen, das war wirklich das erste Album vor allem. Ja. Das zweite ist jetzt eben ernster geworden, vor allem in den Texten und auch in der Musik. Die Tempi sind langsamer geworden und eben Hybris wegen Maßlosigkeit. Das ist für uns auch ein Ausdruck der heutigen Gesellschaft vielleicht, die immer weitermacht, immer mehr möchte und dann irgendwann gegen die Wand fahren könnte, wenn man immer so weitermacht. Und in diesem zweiten Album, auf dem zweiten Album, haben wir all das verarbeitet. Also die Emotionen von wegen, wir wissen nicht mehr weiter und sind ein bisschen hilflos vielleicht, bis hin zur Resignation und gleichzeitig aber auch der Hoffnung, dass doch noch alles gut wird. Und diese ganzen Gefühle haben wir auf dem zweiten Album verarbeitet. Und deswegen würden wir auch das zweite Album selber nicht mehr Indie-Pop nennen. Genau. Okay, ihr seid jetzt gerade
bei uns hier in Österreich, am Wiesnrock und im Free Tree Open Air. Wo bekommt man euch sonst demnächst so im Herbst noch zu sehen? Also nicht unbedingt in der Gegend. Wir spielen dann viel in Frankreich, in Luxemburg auch nochmal und auch nochmal in Deutschland, aber in Österreich erstmal nicht. Aber man kann einfach bei Yalta Club Music bei Facebook oder so gucken. Da stehen dann alle Konzertdaten, aber bisher ist in Österreich noch nichts geplant. Ja, vielleicht dann nächstes Jahr, vielleicht bei uns am Starbeats oder so. Schauen wir mal. Wunderschön. Ja. Also wirklich Österreich, ich glaube, können das alle sagen, es sind immer so schöne Festivals hier. Ihr habt wirklich irgendwie so eine Festival. Ja, okay, das ist stimmt. Gestern waren wir auf dem Free Tree, da war 10 Grad und Regen, aber war trotzdem super nett. Also deswegen, wir kommen immer gerne her und fahren gerne Auto, deswegen können wir gut einen Roadtrip nach Österreich machen wieder nächstes Mal. Gut, dann sage ich Dankeschön an euch. Dankeschön an Yalta Club. Merci beaucoup und Dankeschön an euch fürs Einklicken und bis zum nächsten Mal bei Balcony TV, wo ich sehe. Ciao, vielen Dank. Ciao.